Sagt moin. 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 Das war der erste Fehler. Wir sagen nicht moin moin, sondern wir sagen moin. Die Hamburger sagen moin moin und die gelten bei uns als Schwätzer. Kürzen wir das immer auf ein knappes Moin. Aber sieht man ja, da sieht man ja, dass über 20 Jahre nach der deutschen Einheit und noch 7 Jahre nach der Parteigründung wir noch viel voneinander lernen können. Und deswegen bin ich hier. Aber bevor ich hier bin, möchte ich 2 Sachen machen, die mir wichtig sind. Ich wollte mich erstmal entschuldigen für meine Verspätung. Wir haben seit dieser Woche auch ein mittelgroßes Problem, weil der Kreisvorsitzende wahrscheinlich längerfristig krank sein wird. Er ist jetzt erstmal 14 Tage krank geschrieben. Ich konnte mich also gestern nicht vorher von der Kreisvorstandssitzung wegmogeln. Bin also heute Morgen um 4 Uhr losgefahren und musste in der Magdeburg noch eine halbe Stunde schlafen, damit ich die Autobahn nicht auf ungewöhnlichen Wegen verlasse. Und deswegen fehlt mir hier in Gera die letzten 10, 15 Minuten. Ich möchte mich auch vorstellen, weil wir kennen uns ja nicht. Mein Name ist Martin Heilmann. Ich bin, werde sicher noch 46, bin seit knapp 20 Jahren verheiratet. Meine Frau und ich haben 3 Jungs, 3 Kinder. Der erste macht jetzt Abitur. Da wird übrigens auch sichtbar, was uns vereint. Denn wenn ich sehe, unter welchen Bedingungen ich Ende der 80er Jahre in der alten Bundesrepublik Deutschland Abitur gemacht habe und was jetzt die jungen Leute, unter welchen Bedingungen sie Abitur machen, was danach für sie an Studienbedingungen existiert, da sind das Unterschiede wie Tag und Nacht. Und dann sieht man auch, wie weit der neoliberale Umbau von unten nach oben schon vorangeschritten ist. Das kriegt man nämlich bei ganz konkreten Sachen mit. Das ist nicht immer das, was du sagtest, Ralf, das ist nicht immer die abstrakte Debatte, sondern das kriegt man im alltäglichen Leben mit. Und bei uns in Niedersachsen beispielsweise gibt es Studiengebühren, also ich wusste gar nicht, was das ist, Studiengebühren, aber das kommt jetzt wahrscheinlich demnächst auf uns zu. Ich bin stellvertretender Kreisvorsitzender, selbstverständlich auch ehrenamtlichen Bereich, delegierter für die Landesparteitage, Mitglied im Landesausschuss. Und was auch noch wichtig ist, vielleicht für nachher, ich koordiniere für das Land Niedersachsen die Hilfe der Genossinnen und Genossen aus den übrigen Bundesländern der Bundesrepublik Deutschland für die Landtagswahl in 2013. Gleichzeitig habe ich noch, was mir eigentlich relativ schwer fällt, weil ich zu einem Teil auch in Berlin arbeite. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Dorothy Menzner. Ralf hat es ja gerade angesprochen. Über diese energiepolitische Schiene haben wir uns auch kennengelernt. Bin ich Ratsmitglied in meiner Heimatgemeinde, Großfehn. Und dort allerdings, und das ist auch der Unterschied zu Thüringen, allein. Also wir haben keine Fraktion. Lag auch daran, ich denke, war es 2 Gründe. Das eine ist Fukushima. Und das zweite ist unsere Performance, also wenn sich Linke so anfühlt und so anstellt, wie wir das letzte Jahr gemacht haben, kann man halt keinen überreden, um zu wählen. Und dann waren die Grünen, die 5 Jahre gar nicht aufgetaucht waren, eben mit 2 Leuten ad hoc im Gemeinderat, wenn wir 5 Jahre lang Linken geputzt haben und einen zweiten Sitz eben mit wenigen Stimmen gescheitert sind. Und das, denke ich mal, ist eine Lehre, die man ziehen sollte. Man ist immer nur, egal was man von einem Genossen oder einer Genossin hält oder wo man sich politisch verortet, man ist nur gemeinsam stark. Und alles andere dient nur dem politischen Gegner. So einfach ist es. Ich sehe, da sind schon Fotos, genau. Darauf wollte ich auch noch zu sprechen kommen. Man hat mich nämlich gebeten, um zu erzählen, was haben wir denn gemacht. Ist natürlich auch ein bisschen die Schau in die Vergangenheit, aber obwohl wir nur relativ wenig kommunale Mandatsträger haben, haben wir da relativ viel erreicht, weil wir immer den Umweg geschafft haben, uns Verbündete zu suchen. Wir haben zum Beispiel im Landkreis Aurich den best ausgestatteten Schulmittelfonds in Niedersachsen durchgesetzt. Darauf bin ich wahnsinnig stolz, weil es mir gelungen ist, die Rektoren der Hauptschulen in unserem Landkreis zu überzeugen. Und die SPD hat bei uns damals eine starke Mehrheit gehabt. Ich konnte sie nicht überzeugen, aber da die meisten Hauptschulrektoren noch SPD-Parteibuch haben und sie da kapiert haben, was das für ihre Schulen bedeutet, haben wir also seit jetzt 5,5 Jahren ein Schulmittelfonds. In unserer Gemeinde haben wir zusammen mit der SPD die 1-Euro-Jobber abgeschafft. Das heißt, verschwindend geringe Zahl, 2, 3 waren noch da und dafür wurden aber 5 neue Stellen, Sozialversicherung, Vollzeitstellen, so muss man heutzutage ja mal sagen, im Bauhof verschaffen. Das war ein
Wir haben dafür nächtelang das Koalitionspapier geschrieben. Wir haben 4 Abstimmungen im Gemeinderat verschieben müssen, weil die Einstimmenmehrheit von den Sozialdemokraten immer gebremst worden ist, denn sie haben Schwierigkeiten, sie von Hartz IV zu lösen. Und jetzt, wo wir die Gruppe nicht mehr haben, haben wir auch nicht mal einen Überblick. Also meine Anfrage läuft, sie zieren sich noch, mir zu sagen, wie viele 1-Euro-Jobber jetzt in der Gemeinde tätig sind. Wir haben in der Stadt Aurich einen Sozialpass, der seinen Namen verdient, durchgesetzt, zusammen mit der SPD und den Grünen. Und wir haben, das sind so Kleinigkeiten halt, aber das tagtägliche Leben prägen, in den Müllgebühren einen Passus eingefügt, in dem dann Familien mit Kindern oder mit pflegebedürftigen Angehörigen eine Minderung der Restmülltonnengebühr erhalten, weil nämlich dort die Windeln entsorgt werden müssen. Das sind alles Sachen, die haben wir mit wohlgemerkt mit insgesamt 11 Mandatsträgerinnen und Mandatsträger für einen ganzen Landkreis. Ich habe dir von Emden reicht bis, also der ein Durchmesser hat 45 Kilometer, aber man merkt, dass es einfach oftmals an die Kräfte geht, und ich hätte mir eigentlich erwartet, dass wir ein bisschen mehr bei der letzten Kommunalwahl gewinnen, ist uns nicht gelungen und es lag an uns, um es ganz deutlich zu sagen. Warum stehe ich jetzt hier in Thüringen? Das hat mehrere Gründe. Das eine Grund ist Gregor Gysi. Gregor Gysi hat vor 2 Jahren gesagt, bei einer Fraktionsneujahrsempfang, wir sollten lernen, weniger übereinander zu reden und mehr miteinander. Und dann würden sich viele Probleme von selbst erledigen. Und das stimmt, und ich gebe selbstkritisch zu, obwohl ja eine Generation nach der Maueröffnung bereits durch ist, oftmals war ich auch nicht in den 5 neuen Bundesländern, und wenn dann nur, um halt eben auch nach Berlin zu kommen beispielsweise. Der zweite Grund ist Ralf Lenkert. Weil eigentlich ist es so, ich arbeite auch in Berlin in Sitzungswochen als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Dorothee Menzer, die niedersächsische Abgeordnete ist. Und eigentlich ist es vorbildlich, wie unsere beiden Büros zusammenarbeiten, auch wenn wir inhaltlich immer einer Meinung sind. Aber da ist das schon, da trennt man eigentlich gar nicht mehr zwischen Neu und Alt oder zwischen Ost und West. Da geht es um die Arbeit, um die Sacharbeit. Und aus diesem Grunde habe ich Ralf gefragt, ob er mir nicht einen Tipp geben könnte, wo ich denn hingehen könnte mit meinem Anliegen, eine Kreisverbandspartnerschaft in die Wege zu leiten. Und das Dritte ist, und das muss man ganz ehrlich sagen, wir sind recht neidisch auf euch. Wir hätten das nicht im Traum für möglich gehalten, dass hier 6, 7 Stichwahlen waren es, glaube ich. 7, und alle 7 waren erfolgreich. Das sind natürlich aus der Sicht eines Besserwessis aus Niedersachsen schon Ergebnisse, die wir bei weitem nicht erreichen. Also ich habe bei der Bundestagswahl als Direktkandidat das landesweit beste Ergebnis geholt und war damit 10,4 oder 5% zufrieden. Ich habe als Landratskandidat im Herbst 10, ein bisschen geholt und war da mehr als glücklich. Aber es hat natürlich bei weitem nicht gereicht, jetzt hier als Landrat zu stehen, sondern ich bin immer nur noch der vertretene Kreisvorsitzende. Aus diesem Grunde hoffen wir uns auch, ein bisschen zu lernen, was muss man noch besser machen in der eigenen Parteiorganisation, in der eigenen Arbeit, in der eigenen Außendarstellung, um, klar, 30% im Westen, das wird noch nicht sein in der nächsten Zeit, aber um zumindest nicht immer diese verdammte 5%-Hürde zu haben, vor der wir zittern müssen. Und das ist, haben wir ja die Fotos schon gesehen, soll ich dazu noch was sagen, 2 Sätze, oder... Das zum Beispiel, das ist eine typische Aktion, die wir immer machen. Der Kollege rechts hat eine Lunge, deswegen eine neue Lunge, deswegen läuft er immer also es ist nicht, dass er sich da maskiert, weil er unsere Fotos nicht mag. Wir haben das Problem, eine völlig überschuldete Klinik zu haben, das kennt ihr sicherlich auch, und damit sind wir übrigens auf der 4. Gemeinsamkeit. Wir sind Randregion, und ich sehe zum Beispiel Nahverkehr, wenn ich so den Plan rausnehme, seid ihr auch nicht viel besser wie wir. Wir haben das Problem, dass unser Krankenhaus vor der Privatisierung steht, dass dort massive Probleme mit Arbeit besteht. Gute Arbeit ist das nicht mehr, was die dortigen Kolleginnen und Kollegen leisten müssen, um Leute gesund zu kriegen. Da haben wir es geschafft, Meinungsführerschaft zu sein. Wir haben gerade das große Foto im Sommer gesehen. Wir beteiligen uns an allem, was die Landtagsfraktion anbietet. Das war die Mindestlohntour. Da sind wir mit dem Spruch, Ihnen einen schönen Urlaub, der Kellnerin einen guten Lohn, durch die ostfriesische Region gefahren.
Und das ist das Letzte, da hat es mal nicht geregnet, wir mussten eine Weile warten, wir sind immer in den Eingang gestürmt, weil das wirklich alle 15 Minuten goss. Wir beteiligen uns auch an Umverteilen, das ist jetzt Emden, das sind die Genossen Emden, das davor waren wir in Aurich. Und das haben wir auch hingekriegt, wir waren eine ganze Woche auf einer regionalen Messe als einzige Partei mit einem einzigen Stand vertreten und haben es geschafft, diesen Stand tatsächlich mit mehr als einer Person den ganzen Tag über zu besetzen. Und da haben wir eigentlich auch guten Zuspruch gehabt. Da sind wir nämlich noch beim Nelken verteilen. Und das ist, nicht ganz so schnell vielleicht, das ist unsere unsere Kreisabgeordnete, die seht ihr auch da vorne wieder, die also federführend sich um die Kliniken kümmert. Sie wäre auch gerne mitgekommen, es wären noch eine ganze Reihe mehr andere Leute mehr mitgekommen, aber Heiko Moll, wie gesagt, hat sich krank gemeldet, der kann nicht. Und Blanka Segen beispielsweise muss heute in Niedersachsen sein, weil wir die Wahlstrategie vorgestellt bekommen und dann ja auch wissen, was uns erwartet. Ja, ich denke, damit ist meine Zeit auch relativ weit ab. Ich möchte nur noch zwei Sachen machen. Also erstmal ist es ein bisschen peinlich. Man kommt hierher zum ersten Mal, ist erstmal zu spät und dann stellt man Forderungen, nämlich kommt alle mal rüber und helft uns im Wahlkampf. Das ist für einen aus Friesen immer ein bisschen schwierig. Deswegen nochmal, ich bin eigentlich hier, um zu gucken, ob Interesse besteht, eine Kreisverbandspartnerschaft auf längere Sicht anzuschieben. Deswegen wollte ich euch ohne jetzt auf den unmittelbaren Wahlkampf anzugucken, fragen oder einladen, ob nicht eine Delegation in den Kreisverband Aurich kommen möchte. Und damit ihr das auch hinkriegt und wisst, was euch da erwartet, habe ich euch. Es war schwierig, an der Mandatsprüfung vorbeizukommen, das kann ich euch sagen. Aber ich habe es geschafft. Ich habe euch hier Utensilien, was man sich so unter Ostfriesland vorstellt, mitgebracht. Ich übergebe das jetzt dem Vorsitzenden. Treuhänderisch. Einige Sachen sind essbar, also ihr müsst euch dann selber überlegen, wie ihr das aufteilt. Was auf jeden Fall nicht essbar ist, das sage ich jetzt schon mal, das ist diese rote Kugel in der Mitte. Versucht es nicht, sie ist aus Hartkunststoff. Und die ist das wichtigste Utensil, wenn unser Nationalsport gefrönt wird. Das ist nicht Fußball, bei uns ist das Bosse. Und wir würden euch jetzt, wir schmeißen immer einen Federhandschuh. Wer das aufnimmt, muss dann gegen uns boseln. Schmeißen tue ich jetzt nicht. Ich gebe euch jetzt diesen Fedekorb und fordere euch also auf, mit uns eine Partie Bosen zu spielen. Ich habe schon eine kleine leichte genommen, damit es nicht so schwierig ist. Und wir haben, wenn ihr hier üben solltet, das schon mal laminiert, die wichtigsten Bosel-Regeln, damit ihr also dann auch eine Chance habt, dann mit uns zu spielen. In der Regel ist es schön, wenn man das im Winter macht, dann kann man nämlich danach noch Grünkohl essen gehen und vielleicht eine oder andere Bier trinken. Also wir würden uns freuen, wenn das zustande kommen würde und ich freue mich, dass ich hier heute sprechen durfte. Herzlichen Dank.